Jo, und was geht, euer Karasus? Back am Start mit Dragon Ball. Ja, es ist eigentlich wieder soweit. Die ersten Draft-Pages sind am Start, Leute. Das Kapitel kommt ja am 20.01., also so lange ist es gar nicht mehr. Und wie ihr wisst, gibt es immer erst die Draft-Leaks, dann gibt es halt andere Leaks, also direkt vom Manga und so weiter. Dann gibt es halt meistens noch eine komplette Zusammenfassung und dann kommt das aktuelle Manga-Kapitel auch raus. Bevor das eigentliche Video losgeht, möchte ich nochmal groß einen Appell an euch starten. Und zwar ist es wirklich derzeit sehr, sehr schlimm mit YouTube. YouTube hat derzeit meine Monetarisierung gesperrt und das schon seit 2 Monaten. Nach einer Beschwerde meinerseits und natürlich mehreren E-Mail-Kontakten kann YouTube mir noch nicht mal genau sagen, welche Videos überhaupt nicht monetarisierbar sind. Daher sperren sie einfach alles. Also jegliches Video wird nicht mehr mit Werbung finanziert. Das ist natürlich eine Einbußung für mich, denn es gab immer ein bisschen Kohle am Ende. Es soll nicht heißen, dass es mir nur um Geld geht, sondern es geht schon auch um Freude an Dragon Ball und euch natürlich daran teilhaben zu lassen. Darum werde ich auch das weiterhin machen. Doch wenn ihr gerne mich unterstützen wollt in jeglicher Art, sei es durch Spenden, durch Aufrufe, durch Likes oder durch sogar eine Mitgliedschaft auf YouTube oder auf Twitch, dann würde mir das enorm helfen und auch euch helfen, denn die Qualität würde damit natürlich auch steigern. Also, wenn ihr auf Twitch aktiv seid, dann kommt doch auf meinen Twitch-Kanal, abonniert und dann können wir ab und zu, wenn ich immer live bin, können wir auch gerne über Dragon Ball quatschen. Es gibt gerne auch einige Themen, die wir dort behandeln können. Wir können auch sehr viel darüber reden, während wir, oder ich zumindest, darüber auch spiele. Ja, es gibt auch Dragon Ball Games, die wir ab und zu mal spielen und so weiter und so fort. Also da könnt ihr sehr viel unterstützen mit einem Abo oder sogar mit Donations oder sonst dergleichen. Auf YouTube gibt es das auch. Das nennt sich dort aber Kanalmitgliedschaft. Das ist das gleiche wie bei Twitch in etwa. Da bekommt ihr dann auch Emojis oder besondere Chat-Einrichtungen und so weiter, die ihr dann im Chat oder im Kommentarbereich hinterlegen könnt, die natürlich nur ihr exklusiv habt, wenn ihr denn Mitglied seid. Das würde mir auch enorm helfen, um dort wenigstens eine kleine Spende zu bekommen für die Arbeit, die ich hier auf diesem Kanal mache. Es gibt natürlich viele darunter, die auch sagen, nee, warum soll ich dich unterstützen? Du bist eh nur ein kleiner Furz im Winde und ich schaue mir nur deine Videos an und dann gehe ich sowieso davon oder ich lasse noch nicht mal ein Abo da. Denn derzeit ist es auch so, dass sehr, sehr, sehr viele Leute diese Videos schauen, aber noch kein Abo dagelassen habe. Das sieht man natürlich in der Analyse. Da sieht man, wie viele Leute auf diesen Kanal oder auf diesem Video klicken, die halt ein Abo dagelassen haben oder halt kein Abo dagelassen haben. Und die Mehrzahl hat wirklich kein Abo dagelassen. Und daher nochmal wirklich ein Appell an euch. Wenn euch diese Videos gefallen und ihr allgemein das findet, wie ich das hier mache, dann hinterlasst doch ein Abo und teilt dieses Video und gebt dem Video auch ein Like. Das kostet euch überhaupt gar nichts, aber ihr würdet mir damit die Arbeit sehr viel erleichtern und dadurch natürlich mich auch unterstützen. Das nun mal so am Rande für euch. Und nun geht's weiter mit dem Video. Ja, kommen wir zur ersten Page und zwar heißt das Kapitel 80, wir wissen es ja, 80, ganz klar, aber es wird Gas und Granola 2 heißen. Also für manche ist es wahrscheinlich verwirrend, warum nur eine 2 hinten, aber es gab es schon öfter in Dragon Ball Super, dass das Kapitel einfach die gleiche Überschrift hatte oder den gleichen Titel hatte und dann einfach nur eine 2 hintereinander. Das soll einfach nur sagen, hey, der Kampf geht genau an dieser Stelle jetzt weiter. Auf der ersten Seite sehen wir eigentlich gar nicht so viel. Wir sehen Mona Ito, der erstmal Vegeta hat. Wir sehen natürlich auch Öl und Maki und natürlich auch Gas. Gas ist auch unten, der wird auch sehr aggressiv sein. Das ist genau diese Szene, die wir beim Kapitel 79 hatten, als Granola natürlich auf dem Boot steht und nach oben schaut und lächelt. Kommen wir zur zweiten Page, die wir haben. Und zwar sehen wir da, dass Gas sich extrem aufpowert und er hat hier auch einen Dialog. Und das wurde auch übersetzt von Dragon Ball Zoll Chronicles. Ihr könnt gerne mal bei Dragon Ball Super Chronicles auf Twitter runtergehen oder auch mal einen Follower da lassen. Unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Könnt ihr gerne mal einen Follower da lassen auf Twitter. Er ist immer sehr krass. Und er übersetzt auch die japanischen Sachen sehr, sehr schnell. So, was sehen wir denn noch? Und zwar ist hier, wie gesagt, Gas am Start. Er kommt, powert sich auf und kommt nach unten gesmashed und gibt eine riesige Druckwelle und lässt da natürlich mehrere Felsen nach oben schweben, die er wahrscheinlich zum Angriff nutzt. Aber das werden wir vielleicht noch sehen. Mal sehen. Granola ist gefasst, er wartet drauf und Gas sagt hier nochmal zu ihm, deine Tricks werden hier nicht mehr funktionieren oder die werden hier nicht mehr funktionieren bei mir. Mehr sehen wir erstmal noch nicht. Kommen wir zur dritten Seite. Und zwar sehen wir das, was ich schon sagte. Ja, Gas stimmt mit dem Felsbrocken auf Granola zu, versucht Granola auch wahrscheinlich zu treffen, aber Granola kann hier ausweichen. Währenddessen Granola ausweicht, versucht Gas mit
Augen lasern. Und die kennen wir auch von sehr vielen anderen Charakteren, die halt aus ihren Augen lasern schießen können. Und wir sehen auch hier, erst wusste ich nicht genau, was das sein sollte, weil es so geblitzt hat. Und dann habe ich auf der nächsten Seite gesehen, es sind Augenstrahlen, die davon geschossen werden. Und das sehen wir auf der nächsten Seite, denn Gas schießt diese Augenstrahlen direkt auf Granola. Granola kann sich aber wieder hinter Gas teleportieren, hinter sogar einem Felsen, den Gas aber komplett zerstört mit einem Kick. Auf der nächsten Seite sehen wir, die wir hier haben, Granola springt am Felsen und versucht, wenn ich das richtig deute, versucht er von Felsen zu springen. Gas ist aber hinterher und zerstört jeden Felsen, auf den Granola gerade da ist. Also er verfolgt Granola extrem, ne? Also er gibt hier nicht auf und versucht halt Granola immer näher zu kommen. Granola lässt die ganzen Felsbrocken, entweder war es ein Vorhaben, was er hatte, oder vielleicht eine Taktik, die er hatte, damit er wollte, dass die ganzen Felsen zerstört werden. Und darum hat er sich auf jeden Felsen teleportiert, damit Gas diesen Felsen halt zerstört. Jedenfalls, Granola nimmt dann die ganzen Felsbrocken zu Gas und wir sehen, dass die explodieren. Also er lässt sie explodieren, wahrscheinlich mit Haarkai. Wir wissen ja, dass Granola irgendeine Art von Haarkai benutzen muss. Sonst würde er das ja hier nicht machen können. Er lässt die ganzen Felsen explodieren. Das sieht ein bisschen aus wie von Piccolo die Höllengranate, die er halt auch, ihr wisst schon, wo er die ganzen Dinger nach oben ballert, dann zusammenzieht auf den Gegner und dann die alle explodieren. Hier zieht er zwar nicht die ganzen Felsen zusammen auf Gas, aber er lässt sie ringsherum um Gas explodieren. Auf der nächsten Seite sehen wir, dass eine riesige Druckwelle und eine Explosionswelle erzeugt wird von Granola. Wir sehen auch, dass Gas getroffen wird und Granola setzt auch gleich zum Tritt an und gibt Gas einen Tritt mit, den aber noch Gas abwehren kann. Er verschränkt beide Arme vor sich, sodass der Kick ein bisschen gedämpft wird. Auf der nächsten Seite sehen wir erstmal Öl und Maki, die sich unterhalten. Öl sagt hier, auch wenn er leistungsfähiger ist, also er meint natürlich Gas in dem Fall, verliert er hier mit den Fähigkeiten. Also weil Gas natürlich die Fähigkeit noch nicht so kontrollieren kann wie Granola. Und das hat ja Vegeta auch schon bemerkt. Ne? Vegeta hat ja auch letzte Kapitel auch gesagt, dass Gas und Granola gleich auf sind, aber Granola sich besser konzentrieren kann oder diese Fähigkeiten besser aktivieren kann. Zum Beispiel wie die Teleportation und so, die bei Granola sehr genau war, aber bei Gas komplett ungenau, ja. Dadurch konnte er Granola auch Gas treffen, weil er genau vorhersehen konnte, wo er sich hin teleportiert. Dann sagt er aber auch noch, verdammt, waren die Dragon Balls nicht allmächtig? Maki sagt daraufhin, Gas steht noch, das ist noch nicht das Ende, Öl. Worauf wir dann unten nochmal sehen, dass die beiden Faustabschlag gegeneinander prallen, erinnert mich ein bisschen an Battle of Gods. Also sie sind wirklich gleich auf, aber hier wird entschieden, also anhand der Fähigkeiten wird es nicht entschieden, aber es wird sich daran entschieden, wer schneller mit diesen Fähigkeiten klarkommt und wer sie gezielter einsetzen kann und wahrscheinlich weniger Ausdauer verbraucht hat, ne? Bei der nächsten Seite, und das ist auch schon leider die letzte Seite, da sehen wir auch nochmal, dass der Kick gleichzeitig trifft, also sind jetzt auf dem gleichen Level und Gas sagt es hier auch nochmal, ich kann deine Bewegung nun endlich lesen, das ist sehr schlecht für uns und für Granola, ja, wenn Gas vorhersehen kann, was Granola macht und welche Bewegungen er macht, dann ist es sehr schlecht, weil dann hat Granola seinen Vorteil gegen Gas verloren. Vegeta erwähnt es hier auch nochmal. Er sagt, das ist schlecht, denn Granola braucht zu lange. Das ist der Grund, warum Gas immer vertrauter mit seinen Techniken und Fähigkeiten wird. Und das ist das, was ich eben sagte. Ja? Gas passt sich langsam, aber sicher an. Und auch sehr schnell passt er sich an. An diese ganzen Gegebenheiten, an die ganzen Fähigkeiten, an die ganzen Techniken. Wir müssen bedenken, er hat vielleicht vor einer 10 Minuten, 20 Minuten gerade mal die Techniken alle bekommen. Granola ist natürlich schon mehrere Tage und er hat auch schon mehrere Sachen gekämpft, gegen Vegeta und Son Goku gekämpft. Ja? Und hat auch diese Fähigkeiten schon eingesetzt. Daher muss man hier echt aufpassen. Und das ist immer der größte Fehler. Und das war von Son Goku und Vegeta auch immer der größte Fehler. Da wissen wir es hundertprozentig. Sie haben einfach zu oft zu lange rumgespielt. Ja, sie, wie in dem Film mit Broly. Es wird erst normal gekämpft, dann wird der Super Saiyan ausgepackt, dann wird der Super Saiyan God aufgepackt, dann wird der Super Saiyan Blue ausgepackt. Und am Ende merken sie, ach, jetzt hat er sich angepasst am Kampf, jetzt kommen wir nicht mehr hingemacht. Ja, macht doch einfach gleich Super Saiyan Blue, haut ihn in die Fresse, macht ihn fertig, macht ihn platt und dann ist die Sache erledigt, ja. Aber das Rumgespiele, das ist, wird auch hier Granola sein, ich sage mal, das wird auch Granola sein größtes Problem hier sein, dass er einfach zu lange braucht. Er hätte gleich auf Ganzes gehen müssen, gleich komplett all in out auf Gas zu, so dass Gas sich überhaupt nicht anpassen kann und dann wäre der Kampf aber schon vorbei. Aber Leute, was soll ich sagen, das ist Dragon Ball, ja, so ist Dragon Ball nun mal. Es muss halt echt auch mal brenzlig werden und dann kommt das Gute, irgendein Mitte, irgendein Weg oder so wird gefunden und dann ist alles wieder gut.
sind wir sehr gespannt auf dieses Kapitel. Ich freue mich mega drauf. Das sind die ersten 8 Seiten. Leider mehr gibt es nicht, aber die Tage wird mehr kommen. Falls es neue Sachen gibt, dann seid ihr hier auf diesem Kanal auf alle Fälle in Info. Aktiviert auch nochmal die Glocke, ja, damit ihr nichts verpasst. Und besucht auch nochmal meine Twitter-Seite. Da werde ich die Leaks auch immer veröffentlichen. Dann seid ihr da auch im Bilde. Das war's aber erstmal von mir. Haut erstmal rein und ciao.